Angelina Jolie hat es damals gemacht, sie hat sich beide Brüste abnehmen lassen aufgrund eines erhöhten genetischen Risikos. Ob das überhaupt so sinnvoll war, was das bewirken kann und vor allen Dingen, ob du ein erhöhtes genetisches Risiko für Brust- und Eierstockkrebs hast, das klären wir alles in diesem Video. Kurz nochmal zu den Fakten und den Basics. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau und die häufigste Krebstodesursache der Frau. Über 71.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Statistisch jede achte Frau wird im Laufe ihres Lebens vom Brustkrebs betroffen sein. Wir sprechen hier also über eine Krebserkrankung, die häufig vorkommt bei Frauen und weshalb auch die Früherkennung eine besondere Bedeutung hat. Das Lebenszeitrisiko bei Frauen an Brustkrebs zu erkranken, liegt bei 12,4%. Männer können übrigens auch Brustkrebs bekommen, da liegt das Risiko aber bei 0,1%. Drei von zehn Frauen mit Brustkrebs sind sogar jünger als 55 Jahre und hier schlagen wir jetzt die Brücke. Hier vermutet man natürlich ganz stark, dass da eine genetische Belastung vorgelegen hat. Denn bei etwa einem Viertel der Patienten mit Brustkrebs liegt eine familiäre Häufung vor. Aber in einem ganz kleinen Prozentzahl kann man überhaupt die Gene, die dafür verantwortlich sind, feststellen und detektieren. Denn ja, es gibt Gene, die das Brustkrebsrisiko erhöhen können. Ein paar wenige kennen wir schon, viele kennen wir noch nicht. Aber auf die, die wir kennen, können wir auch testen. Und ob du für diesen Test zugelassen bist, beziehungsweise welche Voraussetzungen du und deine Familie mitbringen müsst, das klären wir gleich noch. Zu den länger bekannten Brustkrebsgenen wirst du vielleicht auch schon mal gehört haben. Zählen BRCA1 und BRCA2 oder BRCA1, BRCA2 auch genannt. Das ist die Abkürzung für Breast Cancer Gene. Werden aber auch jüngst immer mehr Gene gefunden, die auch beteiligt sind an dem Brustkrebsrisiko oder der Entstehung des Brustkrebs. Hier sei nochmal genannt RAD51C zum Beispiel. Müsst ihr euch alles nicht merken, nur dass ihr wisst, wir haben ein paar Gene schon detektiert, aber bei weitem noch nicht alle. Und du fragst dich jetzt vielleicht auch, ja, meine Urgroßoma oder die Oma hat mit 80 Jahren auch Brustkrebs gehabt. Habe ich jetzt dann auch ein erhöhtes Risiko, weil das ist ja wirklich die engste Familie. Da kann ich dich beruhigen, nein, in dem Fall hast du kein erhöhtes genetisches Risiko, sondern ein sogenanntes Basisrisiko. Ich blende hier nochmal eine Tabelle ein, wo du ganz genau siehst, wie sich die Wahrscheinlichkeiten verschieben, je nach Familiengeschichte, was den Brustkrebs und den Eierstockkrebs angeht. Denn ja, Brust- und Eierstockkrebs, die kann man so ein Stück weit genetisch jedenfalls in einen Topf schmeißen. Denn wir wissen auch, dass die Gene, die ich gerade genannt habe, eben auch das Risiko für Eierstockkrebs erhöhen, weshalb man ja auch neben der Brustamputation, die Angelina Jolie ja durchführen hat lassen, auch die Eierstocke entfernt werden können, um das Risiko zu minimieren. Inwiefern das zu minimieren ist und ob das überhaupt sinnvoll ist, das besprechen wir gleich noch. Mal angenommen, bei dir wird jetzt ein solches Gen detektiert. Was bedeutet das jetzt für dein Risiko? Frauen mit einem solchen Hochrisikogen erkranken circa 20 Jahre früher an Brustkrebs und haben ein Lebenszeitrisiko. Achtung, von 50 bis 80 Prozent an Brustkrebs zu erkranken. Die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Brust auch noch an Brustkrebs erkrankt, liegt bei 60 Prozent und das Risiko bei solchen Hochrisikopatientinnen an Eierstockskrebs zu erkranken, liegt bei 10 bis 40 Prozent. Wir reden ja also über sehr hohe Prozentsätze, also ein sehr hohes individuelles Risiko. Gibt es jetzt einen Gentest auf Brust- und Eierstockskrebs? Ihr habt es schon rausgehört, den gibt es. Den kann aber nicht einfach jede Frau machen, auch wenn das jetzt vielleicht für dich total logisch klingen würde, weil er natürlich mit erheblichen Kosten verbunden ist. Dafür muss es spezielle Voraussetzungen in der Familie geben, also eine Risikokonstellation. Ich blende euch hier mal die Tabelle ein, was für Konstellationen in eurer Vergangenheit, in der Familiengeschichte vorhanden sein müssen, damit ihr überhaupt Zugang zu solchen genetischen Testungen habt. Der genetische Test läuft so, dass du Blut abgenommen bekommst und dann im Blut eben entsprechende Gene gesucht werden, ob die positiv sind, also ob du die hast oder eben nicht. Hier aber eine ganz wichtige Anmerkung. Ein positives Ergebnis, also du hast eins von diesen Genen, sagt nicht, dass du hundertprozentig Brust- oder Eierstockkrebs bekommen wirst. Er sagt lediglich aus, dass du ein erhöhtes Risiko hast und die Prozentangaben haben wir ja gerade gehört. Andererseits sagt ein negatives Ergebnis auch nicht aus, dass du niemals Brustkrebs bekommen wirst, denn es gibt ja auch viele andere Risikofaktoren für die Entstehung von Brustkrebs. Dann schlagen wir jetzt langsam die Brücke. Du hast ein erhöhtes genetisches Risiko. Und du sagst, oh mein Gott, ich möchte jetzt irgendwas präventiv tun. Ich möchte eben vorbeugen, dass gar nicht erst Brustkrebs entsteht. Was kann ich da tun? Und da kommen wir zu Angelina Jolie, die sich hat beide Brüste abnehmen lassen, sogenannte Brustamputationen. Und tatsächlich ist die Brustamputation Stand heute die einzige Möglichkeit der Risikominimierung an Brustkrebs zu erkranken, wenn du eine erhöhte genetische Belastung hast. Und das bis zu 95 Prozent. Du hast also ein 95 Prozent gesenktes Risiko an Brustkrebs zu erkranken, wenn du dir beide Brüste abnehmen lässt. Ein Restrisiko, und das hört ihr ja bei 95% auch raus, bleibt natürlich immer vorhanden, weil man natürlich auch nie 100% versichern kann, dass das ganze Brustdrüsengewebe wirklich 100% entfernt wurde. Und Achtung, das Risiko für Eierstockkrebs, das bleibt natürlich erhalten, weil die sind ja noch in deinem Körper drin. Jetzt habe ich auch schon erwähnt, man kann ja auch noch die Eierstöcke rausnehmen. Dadurch senkt sich das Risiko natürlich extrem auch an Eierstockkrebs zu erkranken. Und das bis zu 97 Prozent, wenn du dir die Eierstöcke entfernen lässt. Und wenn du dir nur die Eierstöcke entfernen lässt, senkst du sogar dein Brustkrebsrisiko um 50 Prozent. Warum ist das so? Weil die Eierstöcke eben die weiblichen Geschlechtshormone produzieren und die Hormone natürlich wesentlich beteiligt sind an der Brustkrebsentstehung und der Förderung von entarteten Zellen. Nun ist es aber so, wenn du ein erhöhtes genetisches Risiko hast, sagen wir mal du bist so alt wie ich, 36, lässt dir die Eierstöcke rausnehmen, dann bist du sofort in den Wechseljahren. Und das geht einher mit erheblichen Nebenwirkungen: Knochen, Herz, Diabetes, Stoffwechsel etc. Also muss man hier über eine Hormonersatztherapie nachdenken. Die Entscheidung, sich die Eierstöcke rausnehmen zu lassen oder die Brüste amputieren zu lassen aufgrund des erhöhten Risikos ist also eine extrem individuelle Entscheidung und muss extrem gut aufgeklärt und beraten werden im Face-to-Face-Gespräch mit deiner entsprechenden Gynäkologin oder deinem Gynäkologen. Ist die Amputation der Brust jetzt wirklich die einzige Möglichkeit, um das Brustkrebsrisiko zu senken? Ja, das haben wir tatsächlich festgestellt. Es gibt aber noch die Möglichkeit der intensivierten Früherkennung. Aber wie der Name schon sagt, handelt es sich hier nicht um eine Risikominimierung, sondern einfach nur um eine sehr intensive Früherkennung, die sehr früh erkennen soll, wenn sich Brustdrüsengewebe verändert und entartet, sodass eine Heilungschance in so frühen Stadien bis zu 85% besteht, wenn man das Ganze sehr früh erkennt empfohlen wird, mit diesem Früherkennungsprogramm ab dem 25. Lebensjahr zu beginnen, mindestens aber fünf Jahre vor dem Erkrankungsalter des jüngsten Familienmitglieds. Wenn also jetzt eine Verwandte oder die Mutter 30 Jahre alt war, sollte man mit 25 anfangen. Wenn sie 35 war, mit 30 Jahren anfangen. Das ist so eine Kernregel, die man anwenden sollte, um eine intensivere Früherkennung zu starten. Was zählt jetzt unter intensivierter Früherkennung? Das ist natürlich die Selbstuntersuchung, die man weiterhin machen sollte, einmal pro Monat. Es ist aber auch die halbjährliche Brustuntersuchung durch die Gynäkologin, den Gynäkologen oder neuerdings auch die MTUs, die taktilen Untersucher. Sehbehinderte, blinde Frauen, die eben geschult sind mit ihrem Tastsinn, um Brustkrebs frühzeitig zu erkennen, einige Praxen bieten das an. Dann halbjährlich auch den Brustultraschall von einer geübten Person, die das eben Tag ein Tag aus macht, im besten Falle in einem Zentrum. Und jährliche Röntgenkontrolle, also die Mammographie und/oder das MRT der Brust, also die Magnetresonanztomographie, auch jährlich ihr habt also wirklich, wenn ihr mit 25 Jahren anfangt, eine wahnsinnig intensive Früherkennung, die aber nochmal gesagt, das Risiko am Brustkrebs zu erkranken nicht senken kann, eben nur die Wahrscheinlichkeit erhöht, es sehr früh zu erkennen. Für den Eierstockkrebs gilt das übrigens nicht. Hier gibt es keine nachgewiesenen validen Früherkennungsmaßnahmen. Also weder jetzt irgendwelche Tumormarker bestimmen, noch der vaginale Ultraschall, noch das CT können valide sagen, hier lässt sich Eierstockkrebs früh erkennen. Trotzdem bleibt es natürlich eine ganz individuelle Entscheidung zu sagen, mit deiner Gynäkologin, mit deinem Gynäkologen zu besprechen, ich komme trotzdem halbjährlich, lass einen vaginalen Ultraschall machen, um hier wirklich das Maximum an Vorsorge und Früherkennung eben rauszuholen. Wow, sicherlich eine unglaublich komplexe und individuelle Entscheidung. Man muss sich nur mal vorstellen, man muss sich jetzt entscheiden zwischen einer intensivierten Früherkennung wo man sich fühlt wie so eine kleine tickende Zeitbombe oder aber ich lasse mir eben beide Brüste sogar die Eierstöcke entfernen. Das ist natürlich mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Diese Entscheidung ist nicht leicht. Wir können sie nicht für euch treffen. Wir können eben nur beratend daneben stehen, sagen, wie hoch sich die Wahrscheinlichkeiten dann verändern und die Entscheidung letztendlich trefft ihr dann auch mit eurer Familie gemeinsam. Die Eigenvorsorge und Fürsorge ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Wenn du jetzt noch mal wissen willst, wie geht das überhaupt mit dem richtigen Brustabtasten, darfst du dir dieses Video gerne mal anschauen. Hier erkläre ich das wirklich ganz im Detail. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, wie fühlt sich das aber an, was gibt es für Frühsignale, Symptome meines Körpers auf Brustkrebs, dann ist das Video wahrscheinlich was für dich oder eben beide hintereinander weg. Lass mir doch bitte mal im Kommentar da, ob du betroffen bist mit einem erhöhten genetischen Risiko und für was du dich jetzt entschieden hast und warum. Sicherlich auch sehr interessant für alle anderen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, beginne gleich mal mit der Brustuntersuchung und wir sehen uns im nächsten Video wieder.